Vielleicht noch ein paar Querstraßen und Querzonen, aber grundsätzlich machen wir hier alles verkehrsberuhigt. Weil es einfach viel besser läuft. Na? So. So, einmal Querstraße und zwar hier. Da, 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 da. Und hier. So, dann bleiben wir dabei, dass da unten Büros hinkommen. Genauso wie wir hier nochmal ein Gebiet Büros machen wollen. Und zwar hier. So. Dann hier Gewerbe. Weil wir im Moment nicht mehr so viel Gewerbe brauchen, tatsächlich. Machen wir mal nur eins hier. So. Und machen wir hier schon mal ein Wohngebiet hin. Ja. Gleich noch Parks und so. Gucken, wie es mit Schulen aussieht. Und hier oben machen wir auch. Ja. Und hier machen wir weg. So. So. Sehr schön. Jetzt Krankenhaus haben wir da, Feuerwehr. Brauchen wir noch eine größere. Und zwar hierhin, dahin. Polizei sieht eigentlich gut aus, brauchen wir keine neue bauen. Schule, haben wir da eine Grundschule? Okay, da brauchen wir eigentlich auch keine weitere bauen. Busse müssen wir gleich gucken. Parks. Wie sieht es aus mit Parks? Wir machen weitere Plätze. Einmal hier. Einmal dort. Einmal dort. Einmal dort. So, wie sieht... Was habt ihr zum Meckern? Ah, die kriegen nicht genügend Verkaufswaren. Naja, gut. So, wir könnten eigentlich noch mal mit der Buslinie mitfahren, ne? Na, komm her. Komm. So, geht doch. Einmal mit der Buslinie durch Köln. Ah, da kann ich die Zeit nutzen, mal einen Schluck zu trinken. Mund war schon ganz trocken vom Reden. Huch, knack. So, 20 vor 1 haben wir. Ich glaube, ich höre jetzt gleich auch nach dieser Busfahrt. Wir fahren jetzt einmal durch die Stadt mit der Busfahrt und dann, ich glaube, ich mit City Skylines erstmal noch genug gespielt für heute. Ich überlege, vielleicht spiele ich noch ein Röntchen Ghost Recon Phantoms. Weiß ich noch nicht. Aber... fast 3 Stunden jetzt oder 2 Stunden, 2 oder 3 Stunden City Skylines gespielt. Bin mir nicht ganz sicher, wann ich angefangen habe. Stream läuft seit 8 Uhr. Also 20 Uhr, ich finde, da kann man nicht meckern. So, wir sehen, auf der Brücke ist ordentlich Verkehr. Macht aber nichts. Die Brücken in Köln sind immer voll. Ich finde, man muss ja da auch ein bisschen authentisch sein, wenn man so eine Stadt nachbaut. Und der Verkehr in Köln ist echt eine Katastrophe.
Also Videostreams mache ich ganz regelmäßig dienstags. Da spiele ich, also ich spiele jeden Dienstag Ghost Raccoon Phantoms, also ein Shooter. Immer ab 20 Uhr bis mindestens 11, manchmal auch 12 oder 1, je nachdem wie lange ich Bock habe, aber bis 11 auf jeden Fall. Das ist der regelmäßige Stream, den gibt es jede Woche. Und dann spiele ich spontan Streams, also so wie jetzt heute, hatte ich nichts vor und hatte Bock und dann habe ich einen Stream gemacht. Da gibt es so nichts Regelmäßiges. Was aber auf jeden Fall ist, regelmäßig jeden Tag kommt auf unserem YouTube-Kanal ein Video. Mindestens ein Video jeden Tag. Und YouTube-Kanal ist da oben angegeben. Falsche Richtung, da oben angegeben. Da steht er. Ist quasi das gleiche wie unser Twitch-Kanal. Und da gibt es jeden Tag ein neues Video von irgendeinem Let's Play. Da spiele ich auch andere Sachen. Also im Moment läuft da auch City Skylines tatsächlich aus meinem letzten Stream. Aber da gibt es auch noch ganz viele andere. Also da werden The Witcher ist ein aktuelles Projekt zum Beispiel. Der erste Teil. Sobald der dritte raus ist, dann der dritte Teil. Ja, und dann haben wir noch so Rubriken, wo wir so kleine Spiele anspielen und so weiter. Kann man sich da angucken. Wie gesagt, die, jetzt fahren wir gerade unter der Autobahn durch. Die ganzen Streams, die ich hier mache, die kommen auch auf den YouTube-Kanal. Also falls man mal was verpasst hat oder nochmal sich was angucken möchte, kann man das da tun. Die lade ich da auch regelmäßig hoch. Es sind immer allerdings ungefähr so eine Woche bis zwei im Verzug. Das heißt, das, was jetzt gerade läuft, wird frühestens in anderthalb, ja, vielleicht in zwei Wochen online kommen. So, jetzt können wir übrigens ein Solarkraftwerk, eine Pumpstation bauen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Ja, jetzt können wir die bauen, dann machen wir das. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Damit wir hier diese Drecksschleudern weg haben. Vier Stück brauchen wir. Pause. Ja. 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 Und ja. So, und wir setzen die auch so weit. Wow, wie groß das Stadtgebiet ist, das wir hier schon wieder erschlossen haben. Wir setzen die hier oben hin. 2, 3, 4. Die kriegen eine Stromversorgung. So. Und Rohrleitungen. Na? Strom? Hallo? Ja, wollte auch sagen. So, und dann wird diese Verschmutzung hier so nach und nach weniger werden. So, jetzt haben wir unsere Busfahrt abgebrochen. Na, so etwas. Ja, verdammt, jetzt finde ich den auch nicht wieder, ne? Den lilanen. Wo ist er denn? Achso, wir waren noch unter der Autobahn durch. Da, nehmen wir den. Zack. Wollen die Fahrt ja noch zu Ende machen. Na, komm her. Ah ja. So. Einmal aus dem Cockpit. Ist auch übrigens eine schöne Perspektive. Habe ich bisher noch nie gemacht. Kann man mal machen, ne? Aus dem Cockpit des Busses. Einmal mitfahren. So. Kann man die Stadt eigentlich am besten sehen in der Perspektive. Warum die Geschwindigkeit übrigens jetzt gerade so hoch ist, das, verdammt, da ist er noch, der Bus. Ja. Ist, weil ich hier auf hoher Geschwindigkeit habe. Ich stelle das mal auf normale Geschwindigkeit und dann fahren wir nochmal mit. Dann fährt er auch in einem normalen Tempo. Und die Leute rennen auch nicht so.
Und wenn wir gleich einmal durch sind mit der Runde, dann mache ich Schluss für heute. Dann haben wir, glaube ich, 1 Uhr ungefähr. Und ich finde, das muss dann reichen. Zumindest mit dem Spiel hier. So, wie gesagt, die kommen hier dann auch als Let's Play auf dem YouTube-Kanal. City Skylines. Sieht doch schon ganz schön aus, unser Städtchen. Auch wenn es noch nicht so groß ist wie Köln. Aber meckern kann man nicht, finde ich, ne? Sieht doch schon ganz gut aus. Multiplayer-Spiele habe ich einmal im SW-Tor. Dass ich spiele, dann habe ich ja den Shooter Ghost Recon Phantoms. Das ist auch ein Online-Shooter. Die beiden sind aktuell als Multiplayer-Spiele. Ansonsten habe ich eine Zeit lang mal ein Let's Play zu Firefall gemacht. Ist ja auch ein Shooter, ein Multiplayer. Was ich auch noch mal immer mal spielen wollte, vielleicht mache ich das auch im Stream mal demnächst. Oh, die Brücke ist krass steil. Das müssen wir eigentlich mal noch anpassen, aber gut. Vielleicht mache ich das auch irgendwann im Stream mal, ist Dota. Habe ich zum Beispiel noch. Habe ich aber bis jetzt noch keine Lust zu gehabt, das mal zu streamen. Vielleicht mache ich das. Habe ich mal ein einziges Let's Play zu gemacht. Gucken, ob ich das mache als MOBA. Und ich glaube, sonst habe ich im Moment keine MMOs, die ich zumindest keine, die ich online spiele. Also die ich im Stream oder im Let's Play spiele. Aktuell. So. Blacklight Retribution, ist das auch ein Shooter oder ist das, was ist das? Ich glaube, es ist ein Shooter, oder? Vertue ich mich da? Bin mir nicht sicher. Immer das kurze Warten auf die Antworten. Ui, da sind wir einfach durch dein Auto durchgefahren. Ach, ja, okay. Bitte keine Links in den Chat, ja? Das wäre super. Ich lasse es jetzt einmal gelten, ja, aber in Zukunft bitte keine Links in den Chat, ja? Kannst du mir gerne als persönliche Nachricht schicken, aber im Chat. Ja, das wäre super. Ich gucke da trotzdem mal rein bei Gelegenheit, ja? Und wenn mich das Spiel, wenn ich es gut finde, dann könnte ich mir auch vorstellen, das zu spielen. Aber wie gesagt, muss ich mal reingucken und dann entscheide ich das. Im Moment bin ich tatsächlich mit Ghost Recon Phantoms als Shooter ziemlich zufrieden und spiele das total gerne und ja, versuche da auch so meine Erfolge zu erreichen im Moment und da habe ich genug zu tun mit. Ja. So. Ja, das ist immer gut. Ich bin großer Fan von kostenlosen Spielen tatsächlich.